Geschütz. Jägerkiller, Cyberkommando oder Furchtlos? Ja. Ich glaube, das erste ist Geschütz. Du musst ja sowieso erstmal den in der Mitte ganz oben machen. Oh, schade. Damit könntest du dann eigentlich schon Geschütze werfen, wenn es Geschütze ist. Ja, genau, also so ein Luftangriff ist das bei mir. Bei mir ist das Kammerjäger-Echse. Ich kann dann aussuchen, als welchen Kammerjäger ich dann spielen möchte. Ja. Das Problem ist aber, dass Kammerjäger-Echse als Malware eingestuft wird. Okay. Und es sein kann, dass ein Verbündetenbeschuss bei mir besteht. Okay. Also musst du dann aufpassen, wenn ich dann... Nicht, dass du mich abknallst. 14, 12, 20, die 29. Oh, ich habe eine richtig geile Waffe gefunden, ne? Wo müssen wir jetzt lang? Da hinten. Na? Von da oben kommen wir in den Moonshot rein. Ich hol den Lift. Da passiert doch jetzt noch irgendwas. Sag ich doch. Verdammt, irgendwas blockiert den Lift da oben. Wir müssen uns was einfallen lassen. Okay, schräge Idee. Ich bastle was am Ladeterminal. Das kann ja nur scheiße werden. Oh, ich glaube, ich gehe besser mal hier weg. Sieht nach einer Turbine aus. Okay, steige in den Mundschutzzylinder und fahr nach oben. Komm her hier. Ach so. Kein falscher Schritt, sonst droht ein mörderischer Absturz. Oh, mörderischer Absturz. Nicht in den Tod zu stürzen. Ich bin in dem Moonshot-Projektil. Festhalten, ich dreh den Zylinder. Ja, vor allem, ich dreh den Zylinder. Das ist ja wie eine... Boah. Wie so ein fetter Revolver, ey. Na, oben angekommen, gib den Lift frei, damit ich nachkommen kann. Ja, Chef. Hier will ich eine Speise. Der ist total eingequetscht. Macht nichts. Wir empfinden keine Schmerzen. Prügel ihn einfach raus. Oh, diese Loader nerven. Kein Wunder, dass Stalon so einfach überrennen konnte. Ich brauche mehr Soldaten. Badasses wie dich. Ja, deswegen hast du auch nachher deine Typen hier, ne? Als die Unterstützung und so. Voll die Klemmtrepp hier. Geschafft! So, jetzt müssen wir nur noch in einen Moonshot-Container. Oh, hier gibt's Waffen und so. Warte, ich will hoch. Also, kannst du auch verkaufen. Warte mal, erstmal die Bedrohung zu tun. Jetzt hast du mich schon zum zweiten Mal gerettet. Die sieht ja lustig aus, die alte. Ja, aber. Manga-mäßig irgendwie. Ja. Eine muss hier bleiben und die Kapseln von Hand starten. Ich würde ja sagen, der Claptrap, aber ich brauche dich auf Elvis. Du musst versuchen, den Laden hier zu retten. Money. Dass ich mal sowas sage. Ich werde sie vermutlich nicht enttäuschen. Okay, neuer Plan. Ich bleib hier. Ich brauche dich unten auf dem Mond. Du musst das Störsignal finden und abstellen, sonst kriegen wir die Mondbasis nie unter Kontrolle und dann können wir die Kammer vergessen. Sicher, Jack? Dieser Plan könnte ihre schreckliche Verstümmelung bedeuten. Ach, du hast mir auch schon ein paar Mal das Leben gerettet. Jetzt bin ich dran. Außerdem, ich bin ein Held, Baby. Da gehört Selbstaufopferung zum Job. Oh, gut, ein Mediaautomat. Ja, ich habe hier einen aufstellen lassen, als ein Arbeiter einen Unfall hatte und seinen Torso verlor. Heil dich lieber vor deiner Reise zum Mond. Ja, du bist und ja lustig, Typ. Auch mit Munition ein. Da drüben gibt's welche. Hohe Qualität, niedrige Preise. Wir müssen einen Moonshot-Container hier hochbringen. Normal transportieren wir damit Vorräte, aber diesmal bist du die Ladung. Okay, der Container hier dürfte es tun. So, der Container ist
bereit. Geh rein. Junge, Junge, Junge. Ich fühle mich nicht sehr sicher. Geh rein, wie kommt denn da rein? Wir sehen uns, wenn du das Störsignal abgeschaltet hast. Ach, da. Hui. Uah. Ich muss erst mal mit dem Springen. Ich muss erst mal mit dem Springen wieder klarkommen. Ich lade dich jetzt in die Abschusskammer. Jetzt wird's laut. Ja, jetzt komm ich mir vor wie im Phantasialand hier. Du sagst also, Jack, Hands on Jack, der Mann, der meinen Freund ermordet hat, ist dort geblieben, während du geflüchtet bist? Nie im Leben. Ob das Heldenmut oder reine Strategie war, kann ich nicht sagen. Aber wäre Jack nicht geblieben, um die Kapsel zu starten, wäre ich wohl auf der Helios gestorben. Deine Story macht Hands on Jack direkt sympathisch. So ein Mist. Okay, wir sind feuerbereit. Wenn du soweit bist, schieße ich dich nach Concordia. Die größte Stadt auf Elpis. Ich kenne da wen, der dir helfen kann, das Störsignal zu finden. Yeah. Ach, müssen wir hier rausgehen? Oh. Ich glaube, wir werden jetzt geschossen. Ich auch. Ach, jetzt auch. Da ist der! Da ist der! Schießt wieder die Sau! Mega-Revolver! Echt so ein scheiß Projektil, ich weiß es nicht. Was sollen denn das bitte für Space-Helme sein, ey? Wow. Ganz knapp, wa? Das sieht aber schon geil aus. Die haben nicht alles in dieser Cell-Shader-Grafik gehalten, sondern das, was im Hintergrund abspielt, ist ein richtig geiler Grafik, ey. Hm? Hallo? Hallo? Hallo, ich dachte, du bist die Ersatzteillieferung. Jeder Nicht-Roboter wird sterben. Alles okay? Na, das kann ich selbst beantworten. Nichts ist okay. Sobald du diese Tür öffnest, tritt der ganze Sauerstoff aus und alle Nicht-Roboter ersticken. Das tut ziemlich weh und deine Augen platzen wie Weintrauben, wenn na, der Druckunterschied zu heftig wird. Du hast Glück, ja? Also hier mein Plan. Wenn du bereit bist, öffne die Tür und folge mir zu meiner Sauerstoffblase. Klingt das gut? Nein. Nicht antworten. Spar dir die Luft. Bist du bereit? Ja, muss ja. Mach mal. Oh, mir geht's gut. Schwarzmarkthändlerin. Herz Voll die Visage jetzt noch, ey. Verdammtes psychosomatisches Bedürfnis nach Sauerstoff. Oh, jetzt geht's noch so mit den Springen. Schnell. Ich verrecke. Du, geht bei dir irgendwas weg? Nee, ne? Doch. Ja, echt? Hier ja, mein Hiel. Mir geht's ganz gut. Das ist so klar. Ich hab's nicht gewusst. Boah, ich spring bis zum... geht nicht mehr. Komm, schalt ein. Oh, Luft. Also musst du jetzt immer aufpassen, wa? Wenn du jetzt hier rausgehst, dann ist Luft wieder alle, wa? Wie krass ist das denn bitte? Dann krieg ich ja voll den Hielsschaden, Ey, das ist voll das Handicap. So eine Scheiße! Da, jetzt geht's schon wieder los. 109. Wäre peinlich jetzt noch 108. Zu sterben. Wäre peinlich jetzt noch zu sterben. Du bist ja lustig, dumme Tusse. Wo müssen wir jetzt hin? Oh, jetzt rennt die da lang, ey. Komm schon! Alles okay? Nein. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Janice Briggs, Schrotthändlerin. Und du? Wilhelm. Dieses Auto gefällt mir. Und dein Bart. Wie läuft? Dein Bart? Was habt ihr alle mit meinem Bart? Wir wollen zurück auf die Helios-Station. Aber hier ist irgendwo ein Störsignal. Das müssen wir vorher deaktivieren. Ein Störsignal? Davon habe ich hier noch nichts bemerkt. Versuch's doch mal in Concordia. Ist eine kleine Stadt, die von so einem Typen namens Byriff beherrscht wird. Byriff. Kann dir sicher jemand helfen. Hört sich nach Döner an. Um die Reise zu überleben, brauchst du ein Auswahlkit. Wir nennen sie Auskits. Ich habe in der Nähe ein paar kaputte eingelagert. Ich kann sie für dich reparieren. Selbst ich will lieber erstmal eine Sauerstoffmaske. Wirst du froh sein um ein Auskit. Geh zu diesen Koordinaten. Räum dort auf.
Na, ich will nicht zu den Koordinaten, ich will lieber erstmal. Warte mal, ich will mal hier gleich erstmal Rufträger anladen. Ah, jetzt ist sie weg. Hä? Was denn? Hä? Wo ist die denn hin? Na, die alte. Ich hab gedacht, die hat noch ein paar Aufträge für uns gleich, weißt du? Oh, was haben wir denn hier? Das ist so ein. Ah, ein Reisetunnel. Oh, da sind Waffenschränke. Der war gut, ey. Hier sind nochmal so Munitionsschränke und sowas. Oh, hier sind wieder die kleinen Safes mit Geld drin und so. Oh, ganze 1 Dollar, ich hasse es nicht. Oh, noch 1 Dollar. Da kriege ich ja mehr, wenn ich als Straßenmusiker arbeite. Neue Schilder gibt's hier. Ah, cool. Oh, Tatsache. Ausverkauft? Zack. Ich kann mal hier. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abtreibern aus den Händen gerissen. Oder das da? Hast du verletzt, Nina Hill? In einer Minute 12 gibt's neue. Hier gibt's Aufträge, wa? Ja. Kann da nicht ran. Ich will eher eine Maske haben. Jetzt renne ich hier ohne Maske rum. Hab ich noch mal Badass-Token oder so? Nee. Das ist scheiße. Ja, das ist voll das Handicap, wenn einer auf mich ballert. Oh, hier ist wieder Catch-A-Ride-System. Kann man es benutzen? Kann man auch noch nicht ran. Nee, ja, super. Kann man noch nicht. Wir müssen wahrscheinlich erst die Animation machen. 30 Sekunden noch. Nur Spaß. Hab die eine beste Qualität von Medikit und Schilden. Ah, Medikit und Schilde. Hast du Medikit, hast du Schilde, 137. 137, dann ist das Beste hier unten. Ja. Ich warte draußen. Das ist schon los. Ja, ja, mach du mal. Gibt's hier irgendwo so eine Dingens wieder hier, so eine Borderland-Zeichen? Weiß ich gar nicht, war bestimmt. Ausgerüstet, persönlich, kann ich bestimmt auch verkaufen, sehr gut. Jupp. Was ist jetzt? Komm, du hast doch jetzt hier, Zelt ist abgelaufen. Ah. Sogar schlechter wie meins, na super. Was hat der? 19 Minuten, hau ab. Nee, komm mal weiter. So, dann werde ich jetzt mal meine Luft anhalten und durchkommen. Ja, da gibt's dann überall so eine komischen Dinger, ne? Wo du dich dann. Ja, ist doch voll der Scheiß, ey. Ich will auch so eine Maske haben. Hier, guck mal. Hier kannst du sie. Gut, okay, wir müssen aber nach oben müssen wir. Nach oben erstmal lang. Komm, wir gehen erstmal hoch. Super, wie kommen jetzt wieder? Ach, da. Boah, krasser Scheiß, ey. Vor allem, wie schnell auch die Energieanzeige dann runtergeht bei mir. Echt, ja. Schnapp dir ein Oz-Kit. Vielleicht ist es ja sowas denn. Ich hasse Kragans. Hier ist die Alte. Was macht mein Job? Nee, wir müssen nach hier. Oh, oh. Oh, da vorne ist ein Viech. Was ist denn das für ein Viech? Siehst du das? Ja. Egal, ich will's erst. Oh, scheiße, da hier, links auch. Badass Dragon. Au, 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 au. Hier sind ganz viele. Hier ist Luft für dich. Alter. Ich komme an. Oh, ich bin tot, geil. Schaffst du? Ja, ist alles okay. Und schon wieder tot, egal. Den holen wir. Nein. Den schaffe ich nicht. Ne, schaffe ich nicht, egal. Ey, voll das Handicap-Scheiß-Ding, ey. Vielleicht komm ich zum Checkpoint.
Boah, ey, sowohl Gegner wie auch der Sauerstoff, das ist doch krass. Puh. So eine Scheiße, ehrlich. Oh, ja, richtig. Mein erster Tod. Ich hab das Ding gesperrt. Ups, schlag die Schlösser einfach mit deinen Fleischklöpsen weg. Das ist mondisch. Für Hände. Schlöcher? Schlösser. Hier bei mir. Ach so, du bist schon weiter. Ja, ich bin schon ein Stück vorgelaufen, ja. Hab ich gar nicht gesagt. Müsst ihr abhauen. Lauf, Wilhelm, lauf! Könntest du auch diese Schurken für mich killen? Hab keine Lust, wieder zerfetzt zu werden. Ah, wie die Munition hier rumspringt, guck mal. Echt, ist ja cool, ne? Voila, ein Auskit. Gut zum Atmen, für Doppelsprünge und zum Zerquetschen von Gegnern. Na, toll. Also, zum Dank, dass ich dir das Leben gerettet habe, wirst du ein anderes Leben beenden. Wo sehe ich das denn? Deadlift. Er ist in der Nähe und er ist ein Arsch. Wirst ja und er hat was, was ich brauche, um dich nach Concordia zu bringen. Opfer heißt Deadlift. Hat jetzt Deadlift gesagt? Komm runter! Bring das kaputte Auskit zu mir, dann repariere ich's dir! Also wir müssen uns erst reparieren lassen. Hier sind noch zwei Waffen, wenn du willst. Hier drüben, wo bist du? Ah, da. Hier, ich bin da. Kannst du schon mal sehen. Na los, komm! Wilhelm, Wilhelm. Oh, hier. Deadlift führt ein paar Scavengers, Scavs an, die Dankeschön. Immer die alte Dahlmine geplündert haben. Colonel Sarpedin hat sie eingesperrt, aber sie sind entwischt, als Dahls Grabungen den Mond aufgeknackt haben. Sarpedin? War ihr denn ein Kaiju oder sowas? Jedenfalls, er hat den Digistruck-Schlüssel für meine Sumi-Stationen. Wenn du ihn killst, ist der Weg nach Concordia frei. Und ich freue mich. Klare Win-Win. Sollen wir direkt alle Missionen annehmen hier? Ja, mach das. Du musst mir dabei helfen. Achso, der Springs-Auskit erhöht dein O2-Kapazität und erhöht deinen Waffenschaden während eines Vakuums. Okay. Ich kann dir auch eine Zeichnung machen, wenn es sein muss. Ah, ich hab jetzt unten. Genau, hab ich jetzt so eine Anzeige. Wo kommt ihr denn her, ihr Dreckschweine, ey? Klar, Alter. Ja. Hä? Wie hätten mich jetzt noch treffen können? Machst du es lieber? Nee, schau ich nicht. Jo, danke dir. Heißt, wir können nur die Superattacke aktivieren auf F, ne? Yeah! Ah, cool, der eine heilt mich! Hier, der bohrt hier hinter mir das Flugzeug. Yeah! Jawoll! Level 4. Was ist denn noch so ein Vieh, ey? Man hört nicht mehr auf zu ballern. Ich muss weiter schießen, yeah. Wisst ihr, was das sein kann? Jetzt ist es vorbei, ne? Wisst ihr, was das sein kann? Was denn?